Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, wo wir uns heute ein wenig mit dem Haus beschäftigen werden. Denn ich habe den Plan, das Haus ein wenig umzusetzen und zu schauen, was es für optischen Unterschied macht und wie wir dann ein bisschen anders agieren können. Ich wollte auch eigentlich noch das Gewächshaus umsetzen, aber da habe ich noch keinen Platz für. Aber das sind so Sachen, die wir heute angehen werden. Ich habe nämlich überlegt, das Gewächshaus vielleicht hier hoch hinzusetzen. Aber dann müssen wir erstmal wieder das alles abreißen, das arbeitet noch. Von daher, mal schauen, wie viel Zeit wir haben, wie weit alles hier ist. Und später geht es noch auf den Nachtmarkt. Vorher schauen wir mal vorbei. Guten Morgen bei unseren Tierchen. Füttern, füttern. Melken. Melken. Zack, zack. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ah, wir müssen noch die Puppen noch abgeben im Museum. Das machen wir auch heute. Guten Morgen. Der Dino brütet immer noch aus. Zack. Zack. Und wer weiß, wie lange der verbuddelt war. Und wie lange der jetzt einfach Zeit braucht, sich zu erholen. Dieser arme Dino. Okay. Ja, mein Hals macht gerade so ein bisschen zu. Von daher muss ich mal schauen. Ich hoffe, ich habe die gesamte Folge über Stimme. Das wäre schon ganz schön. Aber ich bin erstmal zuversichtlich. Gut, ich würde sagen, wir gehen einmal los und geben bei Gunther die Sachen ab. Ansonsten wollte ich das Lager auch noch ein bisschen fertig machen. Du kommst mit, du kommst mit. Ich mache jetzt mal keine neuen Sachen oben rein. Hier, dich muss ich mitnehmen. Angelzubehör. Haben wir schon eine Kiste mit Angelzubehör? Ja, hier. Okay. Perfekt. Hier rein. 300 Holz. Wir haben echt viel Holz und Stein. Das ist auch super. Ich hatte ja überlegt, weil ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert, wenn ich einen Fischteich baue und den Skorpionkarpfen da reinsetze und ihn dann da rausangel, ob das zählt. Das will ich auch noch bei Robin angehen. Was brauche ich denn für den Teich? Fünfmal. Ich nehme mal die beiden mit. Ich glaube, die beiden brauche ich. Stein und Geld. Ich glaube, das waren die Zutaten. Ja, entschuldigen Sie, wie könnte ich hier mein Produkt kaufen? Haben Sie Geld dabei? Ja, haben Sie aber auch Steine einstecken? Nein. Dann können Sie leider hier nichts einkaufen. Slurp, zukünftig werde ich es sehr zu schätzen wissen, wenn du meine privaten Gegenstände nicht so platzierst, dass der ganze Ort sie sieht. Ich bin sehr ungehalten. Nimm das Geld und sprich mit niemandem mehr über mein Projekt. Ich nehme an, es ist Louis, der ein bisschen erbost ist über seine goldene Statue. Aber cool. Okay, also erstmal gehen wir kurz. Achso. Die Axt haben wir ja gerade noch bei Flint. Der Portot am Strand. Als nächstes werden wir die Hacke ja verbessern. Können wir nochmal zum Steinbruch. Ihr habt gemeint, ich soll mir den Joja-Möbelkatalog holen, bevor ich das Gemeinschaftszentrum fertig mache. Ich weiß gerade gar nicht, was der kostet. Werden wir auch gleich nochmal schauen. Die Museum spenden. Ah, die haben wir sogar schon mal gespendet. Sieh mal einer an. Dann können wir die auch in die Kiste packen. Ich wusste doch, wir haben schon Puppen, aber ich war mir nicht sicher, ob es die jetzt ist. Auch nur 3 Fragezeichen. Und ansonsten, was haben wir noch? Saftige Käfer, das könnten wir auch noch angehen. Und Golderz. Ich wollte aber eigentlich erstmal zu Robin. Im Winter bleibe ich so gut wie möglich im Haus. Ich hasse die Kälte. Wir machen einfach beides. Wir gehen einmal hoch in die Mine. Und sind dann schneller bei Robin und gehen dann nochmal in die Mine schnell. Ich glaube, das ging nach einem guten Plan. Mine. Das Käferfleisch wäre auch super. Und ich will endlich den Fischräucherer. Wir müssen auch endlich nochmal zu Willi. Und schauen, dass wir da das Rezept für den Fischräucherer uns holen. Oder halt als nächstes mit diesem Belohnungspreisticket. Eine Zwischensequenz. Oh, hallo! Mein Vater und ich testen nur ein paar Bodenproben. Sei nicht schüchtern. Wir könnten sogar ein wenig Hilfe gebrauchen.
Könntest du für mich dieses Reagenzglas im Auge behalten? Ich hole nur die letzte Ladung an Proben. Bin gleich wieder da. Elamaru, lass mich nicht alleine mit dem Reagenzglas. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn was passiert. Danke, dass du uns hilfst, Slurp. Gerne, Demetrius. Maru ist ein braves Kind. Diesmal ein besonderes kleines Mädchen. Vielleicht hat deshalb auch Sebastian Probleme mit dir, weil du Maru so bevorzugst? Ich hoffe, dass nichts ihrer strahlenden Zukunft in die Quere kommen wird, wenn du verstehst. Nur so als kleiner Denkanstoß. Lach. Ich glaube, das werde ich in Zukunft einfach mal laut sagen. Lach. Hey, entschuldige. Ich hoffe, ihr habt euch während meiner Abwesenheit gut unterhalten. Mein Dad bedroht mich. Ich habe Slurp nur etwas über die Bodenproben erzählt, die wir untersuchen. Das stimmt überhaupt nicht. Nicht wahr, Slurp? Eigentlich hat sich dein Vater merkwürdig benommen. Nichts sagen. Komm, ich sag nichts. Nun, wir titrieren besser diese Lösung, bevor sie uns kristallisiert. Was Merkwürdiges hat er ja auch nicht gesagt. Okay, hier Slurp, ich zeig dir, wie man die Ausrüstung benutzt. Aber... keine Sorge. Ich möchte nicht zu deiner Tochter. Hofgebäude errichten. So, ein Hofgebäude. Ich muss es doch erst entfernen. Dann machen wir das vielleicht morgen. Wir gehen jetzt mal in die Mine. Jetzt sind wir eh schon hier oben. Dann gucken wir morgen nach dem Haus. Ich muss dann zuerst die Bäume entfernen, damit wir das überhaupt versetzen können. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Na gut. Packen wir noch irgendwas hier in die Kiste? Ja, komm, bevor ich euch verliere. Hier euch auch. Zack. Kommst hier rein. Und wir gehen direkt mal Käfer suchen. Ossi? Und hier Käfer? Nein. Direkt zu Sprossi, danke. Sehr viele Oh je, direkt schon. Da ist ein Käfer. Ja, euch muss ich aber auch noch besiegen. Für die Gildenquest. Noch ein Käfer. Zwei. Euch nehme ich auch mal mit. 100 Käfer ist halt echt viel, ne? Wir gehen zurück zu Sprossi, bevor wir jetzt nochmal eine weitere Leiter suchen. Aua. 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 Sag mal. Oh, richtig anstrengend. Festgeschleimt am Boden. Eva? Schön, danke. Noch ein Käfer. Ich denke, ich habe die Chance, dass wir hier drin das magische Scheibe finden. Das sollten wir auch nochmal schnell auf den Dings gehen, auf den Steinbruch. Da was gespawnt ist. Ein Leuchtring. Sprossi. Aber. Sprossi. Müssten eigentlich jetzt auch hoffen, dass wieder so eine Angriffswelle von diesen liegenden Käfern kommt. Hat Holz. Hier scheint gar keine Käfer zu sein. Nur sehr aggressive Schleime. Wir gehen mal raus und gucken nochmal, dass wir von vorne anfangen in der Mine. Oder wir machen das halt auch nach der Methode, dass wir einfach jetzt wieder Stufe 5 gehen. Gucken, ob hier ein Käfer ist. Und uns jetzt Richtung
15 bewegen, gucken, ob hier ein Käfer ist und dann wieder die ganze Zeit so springen. Hat das Sinn? Ist zum Beispiel nix. Mal 25 noch Käfer? Ja. Ah, hier. Die brauchen wir. Aber hat jetzt leider keinen Schleim gegeben. 35 ist, glaube ich, schon zu tief. Eschprossi. Wenn wir jetzt wieder auf 5 starten. Das ist doch wieder dieselbe Welt. Das setzt sich da nicht zurück. Hm. Ärgerlich. Doch. Setzt sich doch zurück. Hab ich. 5 sah gerade super identisch mit der anderen aus. Nochmal ein Käfer? Nein. Wir probieren es gerade nochmal. Es sieht super identisch aus. Aber es scheint dann doch wieder sich zurückzusetzen. Cool. Ich gucke jetzt mal. Ich probiere das jetzt gerade mal aus. Ich habe mir gemerkt, wie die Steine am Anfang waren. Das ist genau die gleiche Ebene. Hier waren die Steine genauso ansortiert. Aber die 15 sieht auch so aus. Aber die Gegner respawnen. Okay. Wieder was über das Spiel gelernt. Oh, Leute. Oh, wie cool. So viele Käfer, kommt alle her. Aber 100 ist halt auch echt viel. Wir haben 17 jetzt gefunden. Erdkristall nehme ich immer gerne mit. Genau, euch brauche ich. Danke. Greift mich gerne in Scharen an. Der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Ich wollte noch mal schauen, ob wir überhaupt... Sneakers. Ich wollte noch mal schauen, ob wir überhaupt noch mal mit dem U-Boot fahren müssen. Welche Fische ich da alles angeln kann und ob ich da nicht sogar schon alle habe, die wir angeln können. Komm, wir gehen mal auf den Nachtmarkt. Mine verlassen. Dann nehmen wir unseren ganzen Kram mit. Dich habe ich auch noch. Neptuns Kleve. Sehr gut. Einmal auf den Nachtmarkt. Ich glaube. Oh, Abigail macht wieder Musik. Sehr schön. Steht jetzt eigentlich noch die Statue von vom Louis dort oder hat er die weggeräumt? Wahrscheinlich hat er sie weggeräumt. Weiß ja nicht, ob mir das 750 Gold wert war. Die hätte man auch woanders aufstellen können, um sie länger zu bewundern, wenn sie weg ist. Damit er jedes Mal, wenn er zum Beispiel die Ware abholt, dann davor steht. Aha! Hier liegt jetzt Müll, oder? Welkende Pflanze. Ach, Louis. Nur weil du so ein bisschen selbst von dir überzeugt bist, ist es schleimig und unangenehm. Gucken, ob wir jetzt noch viel Platz haben. Überhaupt. Können wir jetzt mal ein Bild kaufen? Ich erledige meine ganzen Feiertagseinkäufe heute Nacht. Sag Bescheid, wenn du Pierre siehst. Ich bin echt nicht richtig angezogen. Du siehst super dick angezogen aus. Da ist sie! Da ist die Meerjungfrau. Weißt du, ich habe viele meiner Lieblingsstücke auf diesem Markt gekauft. Ja, möchte ich. Porträt einer Meerjungfrau. Wunderschönes Bild. Ritterrüstung, Steinpapagei. Oh, die Ritterrüstung ist auch neu. Hütchenhut, Melonsaat, Blaubeersaat, Weizensaat, Mohnsaat, ein Kamin. Aufrechtes Klavier. Oh, fein lila Seide. So etwas gibt's im Jojamat nicht. Amaranth, Preiselbeere, Entenfeder, da wäre sie auch gewesen. Maissaat, Hering, Kristallboden, Käferfleisch! Rohboden, Birkentisch, Dardo Belly Almanach für 6.000! Was ist denn nicht sonst 6.000?
10.000? Weiß es nicht mehr. Wir sind ansonsten relativ voll beladen. Ich will jetzt gerade nochmal gucken nach den Fischen, die wir hier angeln können und ob wir die haben. Stardew Valley Nachtmarkt. Passt doch schon. Danke. Tün, tün, tün. Attraktionen. Und der Maler Lupini. Wie viele Bilder denn im Angebot? 9? 9 Stück. Angeltour U-Boot. Ah ja, also wir können Plopfisch, Gruselfisch, michternächtlicher Tintenfisch, Seegurke, Superseegurke, Oktopus. Der fehlt uns noch, meine ich. Ich guck mal gerade. Hier ist der Oktopus. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall nochmal angeln. Aber ich habe gar keinen Platz mehr. Wir müssen also irgendwas wegschmeißen. Was wir nicht mehr benutzen. Hier. Euch verkaufe ich. Welkende Pflanze. Die kann doch auch weg, oder? Das ist Müll. Der hat keinen Sinn mehr. Das aufzuheben. Jetzt haben wir 2 Plätze frei. Pack nochmal hier den Schleim weg. Okay. Cool, dann fahren wir nochmal runter. Und versuchen den Oktopus zu angeln. Das wäre natürlich ganz stark. Gott. Wir brauchen mehr Geld. Hier mal hin. Hier mal hin. 3 Plätze haben wir frei. Das ist halt echt wenig. Gut, ansonsten kommt das Hartholz noch beiseite. Mal gucken. Blubberblasen. Blubberblasen. Okay, wir angeln vielleicht lieber so. 2,2% habe ich gesehen, hat der Oktopus. Das ist jetzt nicht so viel. Aber alle anderen Fische haben wir halt. Mitternächtlicher Tintenfisch. Und wieder. Nächster. Seegelee. Das ist neu. Stark. Gruselig. Oktopus, bist du es? Nein. Komm wieder. Gurke. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Wo fängt's an? Fasern können raus. Seetang. Seetang. Wenn es 2,2% sind, ist dann die Chance nicht irgendwie, dass ich einmal bei 50 Angeln
von 50 Angelwürfen einen Oktopus an der Leine haben sollte. Ist halt auch echt viel. Hallo. Etang. Oh, eine Meerjungfrau, wie cool. Noch einer. Kommen wir. Noch viermal. Das ist jetzt die Nummer 4. Die Musik ist aber auch so schön. Wie entspannend. 3. Oh, das war mutig. Ohohohoho. Ist auch wieder ein Tintenfisch, oder? Ja, so langsam erkenne ich dieses Pattern. Kohle. Wie viel haben wir jetzt noch? 2? Was mache ich denn jetzt hier weg? Oh, wir könnten das Schneckengericht essen. Aber das habe ich... Ja, auch Quatsch. Nee, das heben wir uns auf. Was kommt denn weg? Und das Hartholz. Da haben wir wenigstens mal ein bisschen Platz. 2 kommt jetzt. Oh, halt, stopp. Ja, komm, dann kommst du auch noch mal weg. Weißalge. Letzter Versuch. Hätte ich wegschmeißen sollen, wenn es notwendig gewesen wäre, nicht vorher. Egal, zu spät. Na gut. Kommt, wir fahren wieder hoch. Es ist eh spät. Gut, und dann kümmern wir uns morgen um das Haus. Und gucken vielleicht mal nach Käferfleisch, dass wir die Quest schaffen. Wir haben jetzt nicht mal ein Fünftel. Wir haben noch 6 Tage Zeit. Das wird tricky, glaube ich. Sehr, sehr tricky. Teleportieren wir uns gerade zurück? Ja, komm, wir teleportieren uns zurück. Wir sind faul. Hier einmal rein, danke. Komm, wir machen jetzt schon ein paar Sachen in die Kisten. Ist halt jetzt auch fast voll. Wir müssten wahrscheinlich sogar eine eigene Muschelkiste anfangen. Das wäre wahrscheinlich ganz smart. Ne, hier rein, danke. Dann kommt hier noch das Relikt hinein. Hier kommt der das Gelee. Okay, wir lassen es jetzt erstmal so. Das Bild wollte ich tatsächlich hier aufhängen. Und wollte ich auch hier aufhängen. So. Cool. Obwohl ich dich wahrscheinlich noch reinhängen möchte, die Meerjungfrau. Aber ich habe jetzt halt gerade keinen Platz drin. Hierhin. Hierhin. Mein Schwert kommt in die andere Kiste. Machen wir morgen. Ins Bett gehen. Ah, oh hier, knapp 4000. Nicht schlecht. So ein bisschen Preiselbeergelee. Deine Goldachse ist bereit. Schön. Okay. Die Post. Slurp, entschuldige, dass ich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Könntest du mir einen Eisenbarren schmelzen und vorbeibringen? Danke. Kann ich machen. Okay.
Guten Morgen, Oskar. So, du einmal. Ja, ich konnte die Bäume ja auch gar nicht fällen, weil ich keine Axt hatte. Smart. Aber das können wir dann alles heute erledigen. Das freut mich. Guten Morgen, ihr beiden. Zack, zack. Wie viel Energie gebt ihr eigentlich? Oh, schon eine ganze Menge. Hm, cool. Einmal melken. Rein mit euch. Das macht unser Dino. Wo ist die Hacke? Die werden wir wahrscheinlich heute noch upgraden, die Hacke. Scheint mir ganz schlau. Dino ist immer noch nicht ausgebrütet. Das zieht sich aber. Hier rein. Hier rein. Hier. Hier. Und hier. Oh, verkaufen habe ich jetzt vergessen. Machen wir gleich. Also, Axt abholen. Hier die Hütte vorbereiten. Das einmal hier rein. Ich auch hier rein. Verkaufen. Hier rein. Oh, die hätte ich direkt bei den Kühen schon aufstellen können. Unsere Käsemaschine. Dann haben wir die nämlich auch. Nicht unnötig einstecken. Hallo Jade. Hier rein. Hier rein. Und es sieht schon sehr viel entspannter aus. Wir brauchen noch eine Kiste halt für die Erze. Aber das könnten wir wahrscheinlich jetzt schon versetzen, oder? Haben wir genug Platz? Wir machen mal Folgendes. Ja, nicht du. Perfekt. Meine Axt. Aber brauche ich gar nicht. Ich kann die Spitzhacke benutzen. Miau. Dann kommst du nämlich hier hin. Nicht dahin, danke. Direkt falsch gemacht. Dann hier hin. Und du kriegst die Farbe rot, weil das mega cool aussieht. Wir machen noch ein Schild. Oh, wir können auch ein zweites Schild machen. Zack. Und ich mach mal hier. Ich hier hin. Dann fangen wir mal an, hier die Sachen reinzupacken. Okay, ich muss trotzdem. Den Eisenbarren nehmen wir gleich mit. Hier nehmen wir einmal dich und packen dich hier hin. Das sieht cool aus. Zack. Und dann können wir die Kisten fast leer machen. Kommst mit? Hier rein, hier rein, hier rein. Da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Du auch weg. Okay, hier kommt ihr rein. Ah, schon viel, viel besser. Einen Eisenbarren bitte mit und 5 Goldbarren. Danke. Unser Lager wird langsam. Ich bin happy. Gut, also es geht zu Clint. Es geht zu Robin. Es geht in die Mine. Das ist zumindest der grobe Plan. Mal sehen, ob wir das umsetzen können. Für das saftige Käferfleisch. Lecker. Eine neue Quest. Was steht ansonsten heute an? Oh, Rasmodius hat heute Geburtstag. Und wir könnten nochmal in den Nachtmarkt, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal Lust habe, auf den Nachtmarkt zu gehen. Wir könnten vielleicht nach dem Bild schauen, das verkauft wird.
Aber ich weiß nicht, ob ich schon wieder Lust habe, nochmal angeln zu gehen. Den Oktopus bekommen wir auch anders. Bin ich ziemlich sicher. Hoffentlich. Ansonsten angeln wir die nächstes Jahr. Wir müssen eh 2 Jahre hintereinander angeln. Goldaxt. So, du willst einen Eisenbarren? Hey, das ist der Eisenbarren, den ich wollte. Er sieht solide aus. Perfekt. Danke, Slurp. Ich weiß das zu schätzen. Hey, was brauchst du? Ich möchte ganz gerne mein Werkzeug verbessern, und zwar dich. Danke, ich fange damit an, so bald wie möglich. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Danke dir. Hier ist nichts. Wir gucken nochmal ganz kurz hier unten. Aha, wir gucken nicht in der Mülltonne. Der ist unterwegs. Dann geht's zurück nach Hause. Wir entfernen die Bäume. Ich nehme wir noch mit. Zack. Zack, zack. Und wir schauen mal, was hier möglich ist. Oskar, aber jetzt bitte nicht in das Haus legen. Ich muss hier gleich arbeiten. Irgendwas gerade verkaufen. Doch irgendwas. Wir gehen nochmal ganz kurz das Lager leer machen. Mental das Lager leer machen, sage ich immer. Hier muss auch nochmal ein besserer Weg gefunden werden. So, du kommst mal hier weg, du kommst mal hier weg. Setzt euch gerade mal hier hin. Danke. Danke. Hier auch. Großartig. So, also, Robin. Ich wollte nochmal ins Gewächshaus reinschauen. Und wir könnten vielleicht Rasmodius noch ein Geschenk machen. So viel zu tun. Hallo Bäume. Eigentlich schon schön hier. Hacker haben wir jetzt keine mehr. Mal gucken. Und schauen, wie es wird, wenn auch das Pferd da ist. So, Hofgebäude errichten. Ein Gebäude bewegen. Es ist natürlich Oskar im Weg. Katzen. Man könnte es auch hier hinsetzen. Das ist natürlich fancy. Dann kommt man zwar nicht mehr da hinten hin. Ich weiß halt nicht, ob der Platz da hinten, der wird ja dann wahrscheinlich von Lea besetzt werden. Und da wird sie wahrscheinlich dann irgendwie Skulpturen errichten, dann könnte man ja gar nicht mehr dahin. Außer man setzt es so hin. Dann würde das gehen. Dann kann man das Haus auch hier hinsetzen. Ah, das wäre natürlich ganz spannend. Also ich kann jetzt natürlich nichts dahin machen, weil hier super viele Sachen im Weg sind. Oh, wie ärgerlich, dass Oskar jetzt da liegt. Ich kann ich auch versetzen. Cool. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das hier kann ich auch versetzen. Das ist natürlich super. Man kann es nämlich vielleicht nicht. Vielleicht doch hier hin. Oder direkt hier vor. Ah, stark. Ah, danke, Concerned Ape. Das macht. Das gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich würde das Haus tatsächlich sogar hier hinsetzen wollen. Also kann ich jetzt halt gerade... Aber oh mein Gott, wie cool. Super cool. Super, 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 super cool. Müssen irgendwie Oskar noch dafür scheuchen. Oder vielleicht einfach freundlich fragen, ob er mal Platz macht. Ich gehe mal ganz kurz nach Hause. Wir versuchen jetzt, ich schenke was Rasmodius. Ich glaube, der mag Schattenessenz. Habe ich schon irgendwelche Hinweise darauf? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und ich glaube, er mag den lila Pilz. Wir holen ihm mal einen lila Pilz. Wir können eh nach den Rosinen mal schauen. Oh, wie stark.
Dass ich das Haus versetzen kann. Ich wollte es eigentlich nur nach hinten versetzen, weil ich so einen coolen Zaun drumherum bauen wollte. Oh, Oscar ist weg. Dann gehen wir gleich mal zu Robin. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz in die Pilzhöhle. Weil eigentlich war der Plan, ich setze es nach hinten und baue hier vorne so einen kleinen Zaun. Das wäre ja auch ganz schön, aber das können wir ja sogar hier machen. Glaube ich. Ja, das probieren wir mal aus. Ansonsten wird es ja wieder umgesetzt. Mega cool. Einmal, danke. Rosinen! Nicht essen. Hier rein, ich nehme einen Pilz. Rosinen! Das heißt, es sei das Lieblingsessen der Junimos. Witzig. Ich muss mich ein bisschen beeilen, wenn ich zu Rasmodius will und nochmal zu Robin. Ah, das schaffe ich nicht. Wir gehen erst zu Robin. Wie lange hat sie auf? Bis um 4, oder? Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Habe ich Kaffee einstecken? Nein. Aus dem Weg, Oscar, aus dem Weg. Oh, das war nicht so geschickt von mir. Bitte. 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 Wenn sie wirklich bis 4 da ist, haben wir die Chance. Bis 3:30 nicht mehr. Hallöchen. Puh. Und jetzt ist Oscar wieder dahinter. Nein, ich habe vergessen, die Sachen zu entfernen. Ah! Ich war so aufgeregt, dass Oscar weg ist, dass ich das vergessen habe. Das hier wäre. Da kommt Oscar auch nicht mehr zu seinem Napf. Und dann ist der Platz auch verloren, außer wir stellen den Bären dahin. Ah. Das wäre natürlich eine Idee. Das jetzt hier runtersetzen. Hier so vielleicht. Das ist ein cooler Platz. Das ist kein cooler Platz für Oscar, oder? Das sieht nicht besonders gemütlich aus. Aber kann ja noch gemütlich werden, wenn wir das dann hier hinsetzen. Da oben kommt vielleicht die Dekorationen, wo vorher Oscars Napf war. Man kann immer noch hinters Haus. Und wir hätten halt wesentlich mehr Platz für den Schuppen. Und wir könnten noch das Gewächshaus da hinsetzen. Ah, das wäre schon stark. Das würde mich schon sehr freuen. Ich meine, das werden wir heute nicht mehr machen können, weil es viel zu spät ist und ich vergessen habe, die Sachen hier umzusetzen. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Kann ich gerade ansonsten noch den Fischteich in Auftrag geben? Ja. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Wo setze ich dich denn jetzt hin? Wie wäre es hier? Nicht für immer, aber für jetzt. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen. Perfekt. Dann gehen wir jetzt nochmal zu Rasmodius. Ich ärgere mich gerade, dass ich... Aber ich hätte das nicht umsetzen können. Und nochmal zu Robin. Das hätte ich von der Zeit nicht hinbekommen. Versuche ich mir gerade selbst schön zu reden. Aber das ist... Oh, ich freue mich so auf die nächste Folge, wenn wir das umsetzen können. Also Robin muss erstmal den Fischteich bauen und danach haben wir Platz. Ah, stark, weil dann können wir hier oben was anderes hinbauen. Und das hier finde ich mega cool, dass es direkt hier ist und nicht mehr hier an diesem Weg. Ja, ich muss irgendwie gucken, wie ich das jetzt hier sortiert bekomme. Ich brauche halt nochmal eine Kiste. Kann ich nochmal eine bauen? Jetzt nicht mehr, weil ich keinen Platz mehr habe. Ah doch, die können ja wieder hier rein.
Und dann machen wir schon mal eine kleine Kiste. Ich hätte eine große direkt bauen sollen. Muss ich wieder zurück machen? Habe ich das Gerät nicht für. Okay, wir machen das folgendermaßen. Einmal hier hin in. Hier, die Farbe müsste dran sein. Und dann kommen jetzt erstmal wieder hier die Sachen rein. Du kannst woanders rein. Wein kann auch woanders rein. Sehr gut. Hier kann ich euch mal reinpacken. Ja, ich habe halt noch gar keinen Überblick, warum ich hier die Sachen habe und hier die. Ich glaube, das ist die Notfallbox mit den jeweils fünf, was ich auch bisher nicht aufrechterhalten konnte. Und das andere ist generell einfach die Reste. Ungeachtet, was da drin ist. Okay. Der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Ja, aber habe ich jetzt gerade gar kein Interesse, sorry. Okay, sieht gut aus. Hier rein, sortieren. Wo packe ich denn jetzt die Rosinen hin? Vielleicht auch hier rein. Und genau, die Kiste kommt hier rein. Obwohl, die können wir direkt eigentlich aufstellen. Wer weiß für was. Bubble dunkellila. Okay. Halt, stopp. Licht. Haben wir alles. Wir verkaufen das. Wir gehen nochmal zu Rasmodius. Beschenken ihn zu seinem Geburtstag. Ich versuche mich nicht zu ärgern, dass ich nicht das Haus direkt versetzen konnte. Das ist immer generell ein guter Plan, sich nicht zu ärgern. Reflektieren, ja. Unendlich ärgern. Nur manchmal. Ich glaube, das ist eine gute Lebensweisheit. Und wir könnten noch ein bisschen Holz sammeln. Zack, zack, wir gehen jetzt mal so Rasmodius, bevor ich mich jetzt hier wieder ablenke. Rasmodius. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Es benötigt viele Jahre intensiven Studiums, um die Sprache der Elementare zu verstehen. Um sie tatsächlich zu sprechen, musst du dich ja dein Leben lang widmen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, mache ich. Ich entschuldige dich jetzt. Ah, ich wollte eigentlich noch gucken, was der Junimo-Katalog kostet. Jetzt natürlich nicht mehr. Oh, wie cool, die Axt ist so gut. Das hat sich gelohnt. Zack, zack. Holzfällen haben wir schon Level 10, oder? Ach, tatsächlich noch nicht? Hä? So, was zählt das denn? Das ist zu sammeln, oder? Jagdeffektivität. Was, wir brauchen noch Fischen, Kampf, Minenarbeit brauchen wir auch noch. Ah. Also nochmal auf den. Das können wir eigentlich gerade machen. Da bin ich eh gerade neugierig gewesen. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich guck mal, dass wir nochmal kurz in den Steinbruch gehen. Und dann nochmal ein paar Sachen abbauen. Das hatte ich ja, hatte ich einfach wieder vergessen. Also langsam wird unser Hof. Ich bin echt happy, dass sich das so langsam entwickelt. Wenn das Haus jetzt noch an einer anderen Stelle ist, ich glaube, das wird richtig cool. Also ich habe die Hoffnung, ob es richtig cool wird, weiß ich nicht. Aber ich bin da guter Dinge, Steinbruch. Eisen. So viele Regenwürmer hier auch. Jetzt die Hacke dabei haben, ha? Das wäre was.
wir nehmen die anderen Sachen auch mal mit. Aber eine prismatische Scherbe sehe ich nicht. Aber spannend, dass hier Bäume austreiben. Ich dachte, die wachsen gar nicht im Winter. Vielleicht nur bis zu einer bestimmten Höhe. Danach nicht weiter. Ah, Käferfleisch haben wir jetzt heute gar nicht mehr gesammelt. Dadurch können wir wahrscheinlich die Quest eh vergessen. Außer wir haben an einem Tag richtig Glück. Ansonsten kann man hier natürlich auch einen Baumhof machen, dass man hier echt viele Bäume einfach anbaut. Aber dadurch verliert man halt die Erze. Muss man abwägen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Regenwürmer. Na dann. Na dann. Okay, ich würde sagen, wir legen uns einfach mal ins Bett. Und gut ist. Ich verkaufe ich. Mach nochmal schnell unser Inventar leer. Ich habe es auf Anhieb richtig gesagt. Bin so stolz auf mich. Hier rein. Hier rein. Wir könnten auch nochmal was einschmelzen. Was schmelzen wir denn ein? Wie wär's einfach nochmal mit... Was brauchen wir denn? Wie wär's einfach mit Eisenerz? Wir schmelzen einfach nochmal Eisenerz ein. Wir könnten hier auch nochmal weitere Maschinen einfach bauen. Wäre auch ganz cool. Kommst hier rein und dann haben wir es doch schon wieder fast. So. Noch hier rein. Cool. Das Käferfleisch nehmen wir natürlich mit. Ja, wir hätten die 100 fast, aber halt nicht gesammelt. Und das ist ja diese... Wir müssen ja sammeln und reinlegen. Nur 50% davon erledigen ist halt auch Quatsch. Na gut, ich würde sagen, wir legen uns einfach mal ins Bett. Ist gut. Ist gut. Okay. Wir haben alles. Wir warten nur, bis die Goldhacke fertig ist. Und ansonsten gucken wir nochmal nach dem Haus. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann noch ein paar Zäune zu bauen, so einen kleinen Vorgarten zu bauen. Dann das Gewächshaus versetzen. War mir jetzt auch gar nicht mehr drin. Den Schuppen nochmal versetzen. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das kann echt stark aussehen. Und ich bin super happy, dass man das jetzt umbauen kann. Danke, Concerned Ape. Coole Neuerung. Ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut, wenn ihr Spaß hattet. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Das hilft mir und dem Kanal. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig und ciao.